grüße ich miteinander. Ich freue mich so, dass ich Sie wieder im Botanischen Garten begrüße, weil der Garten hat nämlich wieder offen, zwar mit Maskenpflicht, aber ich freue mich gleich, dass wir uns hier wieder treffen können. Wir können uns Pflanzen anschauen und mit der Maske können wir Gärtner und uns gegenseitig schützen. Wir machen heute wieder einen kleinen Film, weil ja die Führungen noch nicht stattfinden können, weil die als Veranstaltungen gelten. Aber mit diesem kleinen Erklärungsfilm können wir vielleicht ein paar Pflanzen, die jetzt im Frühling schön blühen, gleich zu euch heimbringen. Wie zum Beispiel die Schneeforsythien. Ich bin ja sonst nicht ein grosser Forsythien-Fan, aber für die Schneeforsythien mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Ja, man muss auch nicht ein besonders grosser Forsythien-Liebhaber oder Liebhaberin sein, um diese Pflanze hier gerne zu haben. Die Schneeforsythie ist auch nicht eine echte Forsythie, sie ist einfach mit der Forsythie relativ nah verwandt. Es ist eine extrem seltene Art, die in ihrer Heimat in Korea fast ausgestorben ist. Also dort ist sie wirklich extrem selten. Hier im Botanischen Garten haben wir aber ein Exemplar, das zurzeit gerade wunderbar am Blühen ist. Bevor wir jetzt auf die einzelnen Arten eingehen, schauen wir zuerst noch ein bisschen allgemein, was machen denn eigentlich Frühblüher so aus? Nach diesen grauen Wintermonaten freuen wir uns aber alle schon auf das explosive Farbenmeer hier im Botanischen Garten. Und das ist nicht nur schön, sondern das hat auch eine ökologische Bedeutung, wieso dass es die Frühlingsblüher gibt. Die Frühlingsblüher, die haben ihre Reserven schon im letzten Jahr angelegt. Durch den ganzen Sommer haben sie Zucker produziert und das dann als Stärke in unterirdischen Speicherorganen, zum Beispiel Zwiebeln, Knollen oder Rhizom gespeichert. Diese Reserven können sie dann im Frühling anzapfen und sobald der Schnee weg ist und es etwas wärmer wird, schiessen sie aus dem Boden raus und können die Insekten, die schon im Umfeld sind, ganz allein für sich nutzen. Sie werden bestäubt und die Insekten bekommen so ihre erste Nahrung. Hier sehen wir jetzt den Cornus maas, auf Deutsch Kornelkirsch oder auch in Deutsch Dierlibaum genannt. Der ist jetzt wunderbar im Blühen, ist eine der ersten Pflanzen, die bei uns Blüten zeigt. Das sind ganz kleine, unauffällige Blüten, knutschgelb, vier Blütenblättchen und immer 10 bis 20 so in einem kleinen Knäuel drin. Die Blüten die sind unglaublich wertvoll für verschiedenste Insekten, weil sie eben so früh im Jahr da sind. Sie produzieren sehr viel Pollen und sehr viel Nektar. Und gerade für Honig und Wildbienen ist es eine enorm wichtige Nahrungsquelle. Aber auch verschiedene Fliegen und ein paar Käferarten würden gerne ein bisschen Pollen und Nektar sammeln. Die wunderschönen Blüten, die eben jetzt ihre Show so richtig entfalten, die legen ihre Knospen schon im Obsten an. So sie sind nämlich schon im Herbst parat, dass sie dann im Frühling so richtig loslegen können. Sie sind also gleichzeitig vorhanden wie die Früchte von diesem Strauch oder zum Teil schon fast Bäume. Sie können nämlich bis zu 8 Meter gross werden. Und die Früchte sind etwa ganz so wertvoll für die einheimischen Tiere, wie es die Blüten für die Insekten sind. Die Vögel, die würde ich sehr gerne fremseln im Augsten, so gegen Spätsommer, Herbst. Und auch Haselmäusli oder Siebenschläfer, für die sind die Kornelkirschen eine Delikatesse. Auch die Triebe und die Blätter die werden gerne gegessen, und zwar von Wildtieren, wie zum Beispiel dem Reh oder dem Feldhase. Eine Pflanze, die von so vielen Tieren und Insekten genutzt wird, ja, die ist natürlich auch dem Menschen nicht entgangen. Die Früchte, die im Augsten erscheinen, die sind auch für uns ein Leckerbissen. Sie sind zwar ein bisschen säuerlich, aber sie sind roh essbar. Am besten warten wir, bis sie so richtig dunkelrot und saftig sind, bevor man sie knabbern. Man kann damit Getränke machen, Likör oder einfach einen Kompott oder eine Confit. Und auch das Holz wird von uns Menschen genutzt. Es ist sehr ein Herzholz. Heutzutage wird es vor allem noch für die Wechselarbeiten genutzt, aber ganz früher, zur Bronzezeit, hat das sehr, sehr stabile Holz oder den Pfahlbauten gedient. Einer der ganz hübschen Frühblüher ist die Hundszahnlilie. Und sie ist auch bei den Insekten sehr beliebt. Wenn ich hier hocke, dann höre ich nur so richtig Summen von all diesen Bienen, die da zum Bestäuben vorbeikommen. Wir sind hier im Tessinerecken vom Botanischen Garten Bern. Hier im Tessin haben wir eben ganz viele von diesen Hundszahnlilien. Und
Die Hundsaallilie ist auch natürlicherweise bei uns vor allem im Südtessin verbreitet. Die Hundsaallilie, da gibt es bei uns in Europa eben nur eine Art. Wenn man mal so eine richtige Vielfalt von diesen Gewächsen sieht, von diesen Erythronien, dann muss man nach Nordamerika gehen. Vor allem an der Ostküste und an der Westküste vom nordamerikanischen Kontinent gibt es ganz viele verschiedene Arten in den verschiedensten Farben und Formen. Wir sind immer noch im Alpinum, aber wir sind jetzt vom Tessiner Teil hier rauf zu den Ostalpen gezügelt. Und auch hier sieht man, hat der Bergfrühling schon richtig angefangen. Man sieht hier überall zwischen den Felsen die Blüten rausschauen. Und wenn man jetzt wirklich in den Ostalpen wäre, wären dort wahrscheinlich die ganzen Blumen und Blütenpflanzen noch nicht so weit. Weil dort ist es natürlich viel kälter als hier in Bern im Botanischen Garten, wo wir an dem schönen Hang an den Aare sind, wo alles etwas milder ist und darum der Bergfrühling schon angefangen hat. Was man hier sieht blühen, ist die Schafdolde. Die Schafdolde gehört zu den Apiazeen, also zu den Doldenblütengewächsen. Doldenblütengewächse kennen Sie vielleicht von den Rüebli oder von den Peterli und denken jetzt vielleicht, das sieht ja gar nicht aus wie eine richtige Dolde. Das ist wirklich die gleiche Art von Blütenstand, einfach ein bisschen ineinander hineingeschrumpft. Was man aussen grün sieht, das sind die Hüllblätter, die sind ein bisschen vergrössert und dafür sind die verbindenden Elemente, die zwischen den Blüten sind, verkürzt. Und darum sind die gelben Blüten mit den Blütenstaubblättern in der Mitte ein bisschen kleiner zu sehen. Die Schafdalde ist eine typische Pflanze der Ostalpen. Sie ist also wirklich nur im östlichen Teil von unseren Alpen verbreitet. Das heisst in Slowenien, in Italien, also im östlichsten Teil des Alpengebiets. Auch der Seidelbarsch ist im Moment wunderbar am Blühen und vor allem am Duften. Und wenn in den Bergen die Bergblumenpracht noch nicht richtig angefangen hat, so könnt ihr die doch jetzt wieder im Botanischen Garten Bern geniessen. Natürlich mit Masken. Wir freuen uns auf euch.